Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Champi-Marathon-Video. Genau, die meisten von euch wissen ja, wie das funktioniert. Ich werde in diesem Video alle Championate reiten, die es aktuell in Star Stable gibt. Das wären jetzt insgesamt 9 Stück. Ich habe dieses Mal das American Paint Horse gewählt. Ihr seht es ja, weil ich glaube, in den letzten Champi-Videos oder generell Champi-Marathon-Videos sind die Western-Pferde ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube, im ersten Championat, beim ersten Marathon hatte ich das weiße englische Vollblut der dritten Generation. Beim zweiten Champi-Marathon war es, glaube ich, der Knappstrupper. Beim dritten Champi-Marathon war es der Araber Pinto. Dann habe ich, glaube ich, noch einen Winter-Special-Champi-Marathon gemacht. Da habe ich dann winterliche Pferde genommen, wie zum Beispiel Fjordpferd, Isländer und so weiter. Und ja, die Western-Pferde kamen, wie bereits gesagt, ein bisschen zu kurz. Und deswegen dachte ich mir, ja, nimmst du doch mal ein Westernpferd. Ist doch, denke ich mal, ganz angenehm. Diejenigen von euch, die auf die Westernpferde stehen, die werden sich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht zu erklären. Achso, falls ihr übrigens noch wissen wollt, was ich trage und was die Werte dazu sind, das werde ich übrigens am Ende des Videos euch nochmal verraten. Also falls ihr da Interesse habt und das wissen wollt, ja, bleibt einfach bis zum Ende dran. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Champi-Marathon. Wir starten mit dem Moorland-Champi. Und ich sage nur noch viel Spaß und los geht's. So, und da geht das Fort Pinter-Champi auch schon los. Ja, hatte ich nicht gerade eben gesagt, wir starten mit dem Moorland-Champi? Ja, habe ich. Ich habe auch am Moorland-Champi teilgenommen. Und ich dachte auch, dass ich aufnehmen würde. Hatte ich aber nicht. Nein, ich habe tatsächlich vergessen, vor dem Moorland-Champi auf Aufnahme starten zu drücken. Ja gut, okay. Es war sogar ein richtig geiles Champi. Ich bin auf dem ersten Platz gelandet tatsächlich. Also war tatsächlich sehr gut. Also es lief für mich sehr gut und ich habe es nicht aufgenommen. Egal, dann starten wir halt nicht mit dem Moorland-Championat, sondern mit dem Fort Pinter-Champi. Ist ja auch eigentlich egal, weil es kommt ja sowieso jedes Championat in diesem Video einmal dran. Also von daher ist es ja theoretisch und auch praktisch egal, mit welchem Champi ich anfange. Na gut, dann starten wir eben mit dem Fort Pinter Champi. Mal schauen, bis jetzt läuft das gut? Wow, okay. Ich habe es schon wirklich ewig nicht mehr geschafft, durch die Heubeine zu kommen, ohne da irgendwas zu treffen. Aber ich bin immer noch auf dem ersten Platz. Ist die Gruppe überhaupt voll? Ich weiß es gar nicht. Ja, die Mädels sind auf jeden Fall sehr, sehr dicht hinter mir. Und ich werde übrigens am Ende von jedem Championat die Teilnehmerliste nicht vorlesen. Denn ich möchte das Champi-Marathon-Video so kurz wie möglich halten und die Teilnehmerliste vorzulesen. Das dauert doch immer mal so 1-2 Minuten. Und deswegen lasse ich das in diesem Champi-Marathon-Video einfach mal weg. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich gucke nur ganz kurz, wer dann auf dem ersten, zweiten und dritten Platz gelandet ist. Und ja. Aber es wird der erste Platz. Wird es schon wieder der erste Platz? Das wäre natürlich mega geil. Nein! Oh nein! Nein, 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 nein. Schnell rein noch! Oh, oh, was war das denn jetzt? Kurz vorm Ziel versemmle ich das. Ja gut, egal. Ich sage trotzdem herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger. Das wären auf dem ersten Platz Willow Jungle Burn. Auf dem zweiten Platz bin ich gelandet. Gott sei Dank immer noch. Huh. Und auf dem dritten Platz Jenny Gold Blanket. So, das zweite Champi ist das Golden Hills Championat. Mein Lieblingschampionat. Natürlich nicht. Nein, ich mag es echt nicht. Hier brauche ich wirklich sehr viel Glück. Sehr viel Glück, dass ich nicht hängen bleibe. Sehr viel Glück, dass alle anderen hängen bleiben und versagen. Denn nur da komme ich auch wirklich durch und nur dann bekomme ich eine Medaille. Übrigens, beim letzten Mal habe ich auch eine Medaille bekommen, aber tatsächlich unverdient, weil es ist zwar voll nett gewesen von den Mädels, kurz vor dem Ziel nochmal extra für mich stehen zu bleiben, nur damit ich eine Medaille bekomme, aber ja, das ist dann nicht richtig. Ich habe sie halt nicht gekriegt, weil ich gut war, sondern weil andere stehen geblieben sind. Also mit Absicht stehen geblieben sind. Das ist dann... Ja, ich habe eine Medaille am Ende bekommen, aber... Ja, es war keine Eigenleistung, die vollbracht wurde. Und das ist natürlich nicht so toll. Deswegen... Nein! Diese Vogelscheuche. Okay, da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt echt nicht auf die Vogelscheuche geachtet. Aber oh mein Gott, sind wir echt nur 8 Leute in dieser Gruppe?
Was sind voll wenig Leute da? Ja gut, ich meine, es ist mitten am Tag. Wir haben es gerade... Wie spät haben wir es gerade? Haben wir es um 10 oder haben wir es um 11? Auf jeden Fall noch relativ früh. Also Vormittag haben wir es auf jeden Fall noch. Und das sind die meisten auf jeden Fall auf Arbeit oder in der Schule. Ich habe Glück, ich habe heute mal frei. Deswegen habe ich auch gerade mal Zeit, einen Champi-Marathon aufzunehmen. Ansonsten... Ja, wenn ich immer nur Champis am Nachmittag aufnehme, dann kann ich meistens immer nur so allerhöchstens 1 bis 2 Champis mal aufnehmen. Und ehe dann mal ein komplettes Champi-Marathon-Video zustande kommt, das dauert dann schon mal eine ganze Woche, bis da mal so ein Champi-Marathon-Video fertig ist. Und wenn ich das an einem Tag mache, an dem ich frei habe, dann ist das auf jeden Fall ziemlich günstig. Und auf Platz 1. Wow. Okay, krass. Entweder bin ich wirklich gut oder die anderen sind halt einfach nur schlecht. Oder es sind wirklich viele dabei mit einem unausgeleveten Pferd. Ich habe ja ein ausgelevetes Pferd dabei, deswegen... Ja, und es ist tatsächlich der erste Platz geworden. Okay, diesmal war es auf jeden Fall verdient. Yay! So, da haben wir wieder die Schleifchenträger. Auf dem ersten Platz bin ich, dann kommt Yua Sweet Nose und auf dem dritten Platz Nadine Rose Knight. Herzlichen Glückwunsch. So, und da habe ich noch den Chat geöffnet und der hat mich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt von der Anmoderation. Ich wollte sagen, wir sind jetzt beim dritten Championat angekommen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es das Jobbik-Steit-Championat. Ja, ich hatte vorher noch ein bisschen mit den Mädels gequatscht, bevor das Champi losgeht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, es heißt Jobbik-Steit-Champi. Das kann ich so semi-gut. Ja, ich kenne hier diverse Abkürzungen. In Anführungsstrichen Abkürzungen. Es gibt welche, die können das natürlich viel, viel besser reiten als ich. Natürlich. Aber ich mache das Beste draus. Hier, diese Pferde sind immer sehr tricky. Ja, oh Gott, ja, ausweichen, wenn es denn geht. Und ich habe gerade einen Frosch im Hals, es tut mir leid. Aber hat ganz gut geklappt. Und ich bin auf dem zweiten Platz. Sehr gut, wer ist denn vor mir? Die Kara, Cora, Cora, vor allem Cora. Kara Oakbier, wollte ich sagen. Oh, die sitzt auf dem Passo Fino. Eieiei. Schönes Pferd. Die sind ja noch nicht draußen. Die kommen erst morgen. Also ich nehme halt noch vor Mittwoch auf, vor dem Update-Tag. Seht ihr mal, wie lange das jetzt her ist, diese Aufnahme. Schon ein paar Tage. Ja, mal schauen, wie ich mich halte. Ob ich mich auf dem zweiten Platz halten kann oder nicht. Aber das Paint... Oh, ich kann nicht reden. Es tut mir so leid, wirklich. Das Paint Horse macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Ich habe ja schon am Anfang des Champi-Videos gesagt, also Champi-Marathon-Videos, dass ich mit denen ganz gut klarkomme, mit den Paints. Und bis jetzt lassen die mich wirklich nicht im Stich. Also meine kleine Rain hier gibt wirklich ihr Bestes. Mega cool. Vielleicht liegt es auch im Outfit. Nein, Spaß. Liegt nicht am Outfit. Es liegt eigentlich immer nur am Reiter und nicht am Pferd. Aber egal. So, und natürlich ein bisschen Glück muss man auch haben. Ne? Es kann natürlich immer mal passieren, dass man irgendwo bounced oder hängen bleibt oder stecken bleibt oder doch mal aus Versehen einen Fehler macht und eher oder später abspringt oder was auch immer. Ne? Kann natürlich immer passieren. Huch, so wie jetzt gerade eben. Bin ich auch so ein bisschen gebounced. Bin ich ein bisschen zu nah dran an diesen komischen Dingern da. Ich kann wirklich nicht mehr rein. Es tut mir so unfassbar leid. Ja, es ist schon wieder der erste Platz geworden. Ist das jetzt zum dritten Mal der erste Platz geworden? Ist ja auch wurscht, auf welchem Platz ich gelandet bin. Dieses Mal ist es der erste Platz geworden. Und ich sage noch herzliche Glückwünsche an Kara Oakbier und Katalin Greendaughter. So, wir sind beim Pony-Championat gelandet. Und leider kann ich bei diesem Champi mein wunderschönes Paint Horse nicht mitnehmen. Deswegen musste ich ja mal auf mein süßes kleines Goldland-Pony zurückgreifen. Es ist ebenfalls ein braun geschecktes Pferd, wie mein Paint Horse. Also der Unterschied ist dezent. Ja, naja, mal gucken. Ich wollte eigentlich das süße, knuddelige Jobbik Starter Pony nehmen, weil das hat ja diesen coolen Sprung. Also im Sprung ist das ja ziemlich wendig. Dieser Bug ist tatsächlich immer noch vorhanden beim Jobbik Starter Pony. Aber das Goldland macht sich, denke ich mal, auch ganz gut. So, hier beim Pony-Championat haben die Hindernisse auch neu gemacht. Finde ich cool. Also Star Stable ist zurzeit wirklich richtig hinterher, die alten Dinge neu zu gestalten. Finde ich cool. Also
2021, da hat sich das... Nein, 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 nein. Weiter, 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 weiter. Noch sind wir auf Platz 2. Okay, das hat sich somit erledigt. Oh nein, diese blöden Heubeine. Das gibt's ja wohl nicht hier. Okay, egal. Wir retten uns noch. Los, 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 los. Eine Medaille wird's bestimmt nicht. Da müsste jetzt noch einer hier im Ziel fehlen. Aber und. Schaffe ich's noch? Schaffe ich's noch? Nein, ganz knapp dieses Mal an der Medaille vorbei. Schade. Tja, ist wirklich schade dieses Mal. Aber man kann ja nicht immer gewinnen. Meine Glückwünsche gehen an Lucia Blue Garden, die ist auf Platz 1 gelandet, auf Platz 2 Lova Disco Walker und auf Platz 3 Antonella Turtley. Silver Clay Chumpy, auf geht's! Woohoo! Also das Chumpy mag ich auch sehr, sehr gerne. Also mein liebstes Chumpy ist ja Pure Group, aber Silver Clay mag ich tatsächlich auch. Mochte ich am Anfang so gar nicht, also mit den Chumpy kam ich so überhaupt nicht klar, aber Silver Clay Chumpy geht tatsächlich. Außer die Stelle bei den Kühen. Das ist immer ein bisschen tricky. Da weiß ich immer nie so richtig, wo ich lang reiten muss. Aber ja, ich versuche es einfach mal. Ja, und Bali sitzt natürlich wieder mal auf ihren Aber-Pinto. Das war ja klar. Die werde ich auf jeden Fall nicht einholen können. So viel steht fest. Dicht dahinter. Vani. Vani ist auch immer sehr gut. Es sind jetzt auf einmal wieder so viele Aber-Pintos da. Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt ist wohl langsam hier die Schule und die Arbeit aus. Hä? Jetzt am Nachmittag. Wie spät haben wir es denn? Es ist 13 Uhr, 14 Uhr. Ich glaube, es ist 14 Uhr. Oh, Gottes Willen. Aber ich gebe trotzdem nicht auf. Ich gebe mein Bestes. Wir versuchen einfach alles. Oh Gott. So, hier kann man durchreiten. Das ist natürlich gut. So, habe ich wenigstens einen Platz gut gemacht? Nein, ich bin natürlich immer noch auf Platz 4. Ja, aber... Ach, Voice Crack. Wortwörtlich. Ja. Also gegen die Araber-Pintos kann man sagen, was man will. Dagegen kommt man einfach nicht an. Pferde sind mega gut. Ich reite jetzt einfach mal Wally hinterher. Okay, die springt über diese Kühe drüber und über diese Wurzel. Oh mein Gott. Hey! Wow! Dafür, dass ich relativ blind jetzt da durchgeritten bin, habe ich es ganz gut gemeistert hier. Also, hat Buff. Sehr schön. Und das hat mich tatsächlich auf Platz 2 katapultiert. Oh Gott, und da bin ich auch hängen geblieben. Ja, wunderbar. So gut gerettet und dann gleich wieder in der nächsten Sekunde versemmelt. Hm? Wer schafft das? Richtig, ich. Aber bitte, bitte lass es noch ein dritter Platz werden. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, das schaffe ich. Komm, Rain, das schaffst du. Los. Los, los, los. Und. Es ist echt der dritte Platz. Eine Medaille haben wir uns noch ergattert. Yes. Meine allerherzlichsten Glückwünsche gehen an Valentina Darkholm, Sienna Skyfeather und, ja, mich. Wow. So, Championat Nummer 6 ist das New Hayquest Championat. Ich freue mich auf den Sumpf und die Fliegen oder Bienen, Rummeln, Wespen, Mücken. Ach, keine Ahnung. Irgendein Gedöns im Sumpf. Ja, da bleibe ich immer sehr oft hängen. Sehr, sehr oft. Mal gucken, ob es mir dieses Mal wieder passiert. Ja, der Start ist nicht gut. Ich habe nicht jede Abkürzung genommen und ich bin ein bisschen gebounced. Gebounced. Ist das Deutsch? Nee, das ist kein Deutsch. Ich kann kein Deutsch. Was kann ich eigentlich? Nicht viel. Wally natürlich wieder mal ganz vorne. Ist ja klar. Ist ja logisch. Okay. Und springt. Nochmal springen, nochmal springen, nochmal springen. Ja, okay. Sehr schön. Okay, die anderen Leute gehen irgendwie außenrum, sodass die an gar keine Bienen oder Fliegen oder was auch immer hängen bleiben. Boah, ich muss mir die Route echt mal bei irgendjemandem anschauen, der das richtig kann. Jedes Mal muss ich versuchen, an der Stelle zu springen. Irgendwie, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter rechts oder noch ein bisschen weiter links. Aber auf jeden Fall nicht mitten durch. Boah, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie. Aber egal, ich bin trotzdem noch, bis jetzt, unter den Top 3. Das ist gut für meine Verhältnisse und für das New Hayquest Jumpy. Jetzt war ich, glaube ich, gerade für kurze Zeit auf Platz 4. Also irgendwer ist ganz, ganz, ganz dicht hinter mir. Krass. Und die Barney mit ihrem Gotland-Pony hier vor mir, die schlägt sich auch richtig gut, ne? Wahnsinn. Boah, das Paint, das ist wirklich wendig. Oh mein Gott, das trägt mich hier richtig gut durch die Championate durch. Das ist der Oberhammer. Was? Von Platz 2 auf Platz 4? Wie konnte denn das jetzt passieren? Okay, ich habe doch noch gerade so eine Medaille gekriegt.
Oh mein Gott. Und hier nochmal meine herzlichsten Glückwünsche an Valentina Darkholm, Vani Lioncrest und wieder mal ich. Wartet mal, hatten wir die Platzierung nicht gerade eben schon mal? So, und da wären wir auch schon bei meinem Lieblingschampionat, nämlich Fear Group. Jawohl, ich liebe es. Ich hoffe, ich versau es nicht. Oh, wenn ich hier immer irgendwelche Fehler mache bei meinem Lieblingschampionat, bin ich immer richtig, richtig traurig. Sauer und traurig. Natürlich nur über mich selbst, weil ich bin ja auch diejenige, die reitet. Wenn ich halt die Fehler mache, natürlich nicht so schön. Außer natürlich, man bleibt einfach so aus dem Nichts stehen oder man bounced irgendwo. Dafür kann man natürlich nicht ganz so viel und das ist dann natürlich immer sehr, sehr ärgerlich, ne? Aber ansonsten alle Fehler, die ich mache, bin ich natürlich selber schuld. Logisch. Aber ich hoffe, dass mir das hier in diesem Championat nicht passieren wird. Also mein Paint Horse hat mich bis jetzt ganz gut durch die ganzen Championate getragen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wir werden sehen. Jetzt läuft es ganz gut. Es sind auch übrigens viele mit dem neuen Paso Fino unterwegs, weil ich nehme jetzt tatsächlich die Championate an einem anderen Tag auf, nämlich am Update-Tag. Ja, heute sind nämlich endlich offiziell die Paso Finos ins Spiel gekommen. Und es haben sich natürlich viele dieses wunderschöne Tier gekauft. Und viele treten auch mit ihrem Paso Fino an, um es ein bisschen zu leveln. Oder kriegt man hier XP? Hat Star Stable nicht geschrieben, dass die Schillinge und auch die Pferde-XP nach dem Reitsportfestival erhalten bleiben? Oh, nicht, dass ich hier schon wieder irgendwas Falsches erzähle, ne? Gefährliches Halbwissen mit Bella. So, Platz 2 ist geworden. Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. So, herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger. Kyla Blueberry Baker. Auf Platz 2 ich und auf den dritten Platz Valentina Darkholm. So, wir sind beim Veil Day Championat angekommen und langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende des Videos. Wir haben ja nur noch das und ich glaube nur noch das Moorland Championat und dann habe ich alle Championate abgearbeitet. Ja gut, was heißt abgearbeitet? Mir macht das natürlich sehr viel Spaß, aber es kostet halt leider auch alles sehr viel Zeit, das aufzunehmen und immer zu jeder vollen Stunde online zu sein. Das ist schon nicht gerade einfach, vor allem wenn man tagsüber noch arbeiten ist und dann nur Nachmittag Zeit hat und da kann man natürlich nicht alle Championate am Tag reiten. Geht leider nicht, ist ein bisschen schwierig, aber lässt sich alles irgendwie einrichten. Auch wenn es halt lange dauert. So, aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf das Championat. Im Platz 4. Es sind 4 Leute vor mir, aber ja, das ist wieder mal alles mega krass. Verzögerung, oh Gott! Oh nein, ich bin... Oh nein, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Oh Mann, ey. Wie konnte denn das passieren? Wurde einfach nach oben katapultiert. Na gut, okay. Ist egal. Wir sind immer noch im Rennen. Und nach diesem großen Patzer immer noch relativ weit vorn. Es sind 6 Leute vor mir. Und ich sehe, glaube ich, nur 4 oder so. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mega krass. Aber ein Perschi ist vor mir. Das freut mich. Oh mein Gott. Muss man unbedingt irgendwann nochmal ein Perschi holen. Oh, ich mag diese großen Riesen total. Ich hätte nie gedacht, dass mir die so gut gefallen. Da ist jetzt nicht etwa jemand hängen geblieben. Oha. Okay, die Chancen, eine Medaille zu bekommen, werden auf jeden Fall immer größer. Ich glaube trotzdem nicht, dass das irgendwas wird. Es sind immer noch... Oh! Es sind 3 Leute vor mir. Also irgendjemand muss jetzt noch hemmen bleiben, damit ich eine Medaille bekomme, aber... Ich glaube eher nicht. Ja, der Platz ist immer so ärgerlich, ne? Ich meine, es ist immer noch relativ weit vorne, aber man hat halt keine Medaille bekommen. Ja, es ist der 4. Platz geworden. Okay. Herzlichen Glückwunsch an die Schleifchenträger Lena Shipsky, Valentina Darkholm und Willow Jungleburn. Es ist vollbracht, ihr Lieben. Wir sind endlich beim letzten Championat angekommen. Das Moorland-Championat, das, was ich ja eigentlich zuallererst reiten wollte. Aber egal. Jetzt ist es soweit. Ja, und ihr seht, die Sonne geht hier in SSO schon ganz langsam unter. Es ist schon etwas spät geworden. Ich glaube, wir haben es gerade 19 Uhr oder so. Ja, kann hinkommen. Und ja, in Moorland werde ich eigentlich ziemlich selten hochplatziert. Genau, das wollte ich sagen. Oh Gott, mein Paint Horse wäre fast wieder in die Luft gesprungen. Gottes Willen, ey. Ja,
Mal schauen, was das jetzt noch wird hier. Für ein Chaos. Ich habe immer so Schiss vor diesen Felsen da hinten. Nicht, dass ich wieder bauen soll. Oh, das hat mir gerade noch so gefehlt, ne? Bitte nicht, bitte nicht. Bitte lass mich hier runterkommen. Yes. Dankeschön. Muss auch mal irgendwas klappen, oder? Bin ich tatsächlich auf Platz 1? Wo sind denn die ganzen guten Reiter hier? Egal. Ich traue mich nicht nach hinten zu gucken. Ich gucke auch nicht nach hinten hier. Das würde mir nur Unglück bringen. Komm, jetzt zum Schluss holen wir uns noch eine Medaille. Das muss sein. Das war dann auf jeden Fall ein Champi-Marathon. Mit einer sehr großen Medaillenquote. Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr viele Medaillen mitgenommen. Ja, das wird auf jeden Fall der erste Platz, wenn alles gut geht. Oh Gott. Oh Gott, da wäre ich fast zum Schluss gegen die Laterne gebounced. Ja, so wie der Andalusier da unten gerade. Der hing auch an der Laterne fest. Oh Gott, das war Hilda. Oh, Hilda. So, und damit sage ich zum allerletzten Mal für dieses Video herzlichen Glückwunsch an... Ja, erster Platz bin halt ich. Zweiter Platz, Hilda Oldstone. Und dritter Platz, Lova Purplesy. Herzlichen Glückwunsch. So, für alle, die es interessiert, hier nochmal die Werte, beziehungsweise die Klamotten und die Ausrüstung, die ich und meine kleine Rain tragen. Also, meine kleine Rain trägt das Bosal und das heißt Trailreiten-Zaumzeug. Sie trägt einen Westernsattel und der heißt Trailreiten-Westernsattel. Die Gamaschen heißen Trailreiten-Gamaschen. Und die Satteldecke, das ist die luftig leichte Satteldecke in Blau. Hat natürlich die besten Hufeisen drauf und noch eine kleine Feder als Dekoration. Das Bosal, der Sattel und die Gamaschen, das ist alles ein Set und das gibt es aktuell nur beim Reitsportfestival. Wenn ihr das Video seht, ist das Reitsportfestival, denke ich mal, schon lange aus dem Spiel rausgenommen worden. Das heißt, das Bosal, der Sattel und die Gamaschen gibt es aktuell nicht im Spiel zu kaufen. Da müsst ihr wirklich bis zum nächsten Reitsportfestival warten. Aber die blaue Satteldecke gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Nämlich in Moorland oder im Global Shop. Dann, ich trage einen Western-Hut. Das ist der Seil Ranch-Hut. Dann trage ich ein wunderschönes kariertes Hemd. Das ist das kariertes Hemd der Summers. Ich trage die klassische Winterhose. Dann trage ich noch weiße Reitstiefel. Und die Handschuhe sind die weißen Fear-Groove-Handschuhe. Als Accessoire trage ich noch Silberbarock-Ohrringe, aber die kann man eh nicht erkennen. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass es alles im Global Shop zu kaufen gibt. Also Hut, Handschuhe, Reitstiefel und Hose. Das blaue karierte Hemd gibt es übrigens nur in einer Quest. Und zwar ist das die Quest mit Marley, in der wir herausfinden, dass Marleys Vater ja doch nicht gestorben ist, obwohl die das alle glauben. Genau, ja, aus dieser Quest bekommt ihr dann dieses wunderschöne blaue Hemd. Und genau, das waren die Werte. Das war das Champi, beziehungsweise das Champi-Marathon-Video. Ich hoffe, dass es euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten hat. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.